Hallo, hier ist Julia Larkemper, dein Mindset-Coach aus Berlin und ich möchte heute frisch zurück aus London, möchte dich gerne teilhaben lassen an dem, was ich bei Tony Robbins gelernt habe oder auch mir in Erinnerung gerufen habe. Ich verfolge ihn ja schon relativ lang und wenn du meinen Blog aufmerksam liest, hast du vielleicht auch schon mal das ein oder andere Zitat von ihm gelesen. Tony Robbins ist einer der wahrscheinlich bedeutendsten, bekanntesten, berühmtesten und auch erfolgreichsten Coaches der Welt. Wenn ich mich richtig erinnere, war er derjenige, der Coaching aus dem Sportbereich, also jetzt zum Beispiel ein klassischer Fußball- oder Basketballcoach, diesen Begriff in die Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat. Und ich habe mit, ich glaube, über 10.500 anderen Menschen in London das Vergnügen gehabt, so ein super intensives Seminar mal erleben zu dürfen. Hier habe ich mal das Workbook mitgebracht. Kannst du mal, ach nee, hier ist so, genau, kannst du mal schauen. Und da möchte ich dir jetzt mal eine grundlegende Lehre vorstellen oder ein grundlegendes Prinzip, was Tony uns beigebracht hat, beziehungsweise auch in Erinnerung gerufen hat, dass wir 6 grundlegende Bedürfnisse haben als Menschen. Und diese 6 grundlegende Bedürfnisse möchte ich dir heute vorstellen, denn die erklären, warum wir tun, was wir tun, warum wir ja, so sind, wie wir sind und es hilft uns, da gebe ich dir noch eine Aufgabe am Schluss, es hilft uns zu verstehen, warum wir manchmal uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und okay, jetzt finde ich die Seite nicht mehr, aber ich kann es dir auch so erzählen. Und zwar, das erste menschliche Bedürfnis ist Certainty, also eine Gewissheit. Wir brauchen Gewissheit, dass wir einen Platz zum Schlafen haben, dass wir was zum Essen auf dem Tisch haben, dass wir gesund sind, dass uns vielleicht auch jemand für uns sorgt, dass wir eine gewisse Stabilität haben, Routinen haben. Diese Gewissheit hilft es uns, uns gut zu fühlen. Wenn wir die haben, wissen wir schon mal, okay, es ist hier alles safe und es ist alles in Ordnung. Das ist ganz grundlegend und ich glaube, leicht zu verstehen. Das zweite menschliche Bedürfnis ist da schon etwas interessanter. Das ist nämlich genau das Gegenteil und das brauchen wir auch alles. Das ist die also Uncertainty oder Variety, das ist die Vielseitigkeit, die wir uns dann doch auch wünschen. Neben all der Routine wünschen wir uns Abwechslung, wir wünschen uns Abenteuer, wir sind reiselustig, wir wollen neue Sachen kennenlernen. Je nach Charakter ist das eine halt ein bisschen stärker ausgeprägt als das andere. Aber diese Vielseitigkeit im Leben, die möchten wir dann doch alle auf irgendeine Art und Weise erleben. Das dritte menschliche Bedürfnis ist Significance, also die Bedeutung oder Bedeutsamkeit unserer selbst. Wir wollen uns vielleicht einer bestimmten Gruppe zuordnen oder wir wollen uns in irgendeiner Form herausstechen, uns signifikant fühlen, also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt ITler bist, möchtest du halt von dieser Gruppe von bestimmten ITlern anerkannt werden oder wenn du, da gibt Tony ein Beispiel in dem Seminar, wenn du ein Gothic bist oder Goth, sagt man glaube ich, also dich ganz dunkel kleidest und bestimmte Gothic-Musik hörst, dann machst du dich, halt, gibst du dir dadurch einen bestimmten Anstrich und schreist im Prinzip nach Aufmerksamkeit und Anerkennung, indem du ausscherst und dich ganz besonders und ganz stark visuell sichtbar zeigst. Genau, und diese Signifikanz kannst du natürlich auch in unterschiedlichen anderen Bereichen darlegen, vielleicht auch einfach durch eine Musik oder durch eine bestimmte Arbeit oder durch einen bestimmten Sport, also diese Bedeutung geben wir neben dem Interesse, also dem zweiten menschlichen Bedürfnis, dass wir eine Varianz brauchen, machen wir das halt auch. Wir wollen einfach gesehen werden. Und wie wir das dann letztlich machen, ist dann auch wieder eine Frage des Charakters. Das vierte menschliche Bedürfnis ist Connection and Love, also die Verbindung nicht nur zu Menschen und zu Tieren, sondern Liebe allgemein. Die Verbindung kann auch eine Verbindung zu einer Gewohnheit sein oder die Verbindung zu einem Ideal oder die Verbindung zu einer größeren Idee. Es ist natürlich auch die Verbindung zu Menschen oder auch zu Tieren. Also wir brauchen diesen liebevollen Umgang, aber wir können uns auch einer Mission verschreiben. Und das ist eine Verbindung, die wir brauchen. Es gibt dann ja auch wieder menschliche Verbindungen, aber
ja, diese Verknüpfung mit etwas Größerem zu uns selber, das ist sehr wichtig. Diese vier sind die grundlegenden Bedürfnisse. Und dann gibt es noch zwei, die eher als spirituelle Bedürfnisse einsortiert. Und das eine ist Growth, das heißt Wachstum. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir größer werden müssen oder breiter, sondern dass wir einfach über uns selber hinaus wachsen, dass wir uns persönlich entwickeln. Dafür sind ja auch solche Seminare da oder dafür ist Coaching da, dafür gibt es zahlreiche Bücher, dass wir Antworten suchen für die Fragen, die wir in uns tragen, dass wir uns besser kennenlernen, dass wir uns Herausforderungen stellen. Denn wenn du in die Natur schaust, dann siehst du, das, was nicht wächst, stirbt. Und das werden wir auch irgendwann mal alle tun, aber bevor es soweit ist, wollen wir ja wachsen und über uns hinaus wachsen und wir können nicht stillstehen. Und wir wollen halt auch spirituell über uns hinaus wachsen. Ein ganz starkes Bedürfnis. Wie gesagt, auch das kann unterschiedlich ausgeprägt sein oder es ist unterschiedlich ausgeprägt bei den diversen Menschen, die den Planeten besiedeln. Und wenn du dieses Video schaust, dann bist du wahrscheinlich eher an spirituellem Wachstum interessiert. Und das Letzte ist Contribution, also ein Beitrag zur Gesellschaft oder ein Beitrag zur Welt, also der Fußabdruck, den du auf der Welt hinterlassen möchtest. Denn auch das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns zwar einerseits total wichtig nehmen, ne, also da kommt die Significance halt noch mit rein, dass wir gesehen werden wollen, und andererseits geht es aber auch in Verbindung mit Connection and Love geht es darum, dass wir wirklich eine Mission erfüllen, dass wir etwas Größeres als wir sind teilen. Und wenn dieses menschliche Bedürfnis stärker ausgeprägt ist, dann fühlen wir uns erfüllt. Und das sind diese beiden spirituellen Dinge. Es geht nicht darum, unsere Existenz zu sichern, ne? Also ein Baby zum Beispiel stirbt, wenn es keine Liebe erfährt in den ersten Wochen oder auch keinen körperlichen Kontakt hat. Wir sterben, wenn wir nicht genug Essen haben oder nichts zu trinken haben. Diese Certainty brauchen wir halt, diese Sicherheit, dass es tatsächlich dazu kommt, dass unsere Existenz gesichert ist. Wir können leben, ohne dass wir unseren Beitrag leisten, aber es erfüllt uns nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du Interesse hast an einem Leben, das dich mehr erfüllt, dass du auch diesen Teil für dich definierst und sagst, was könnte denn dein Beitrag sein zur Welt? Mein Beitrag sind Videos wie diese oder Blogposts und meine Coachings, die ich bezahlt oder unbezahlt halt gebe, ne? Dass ich einfach dieses Wissen, was ich lerne, gerne teile. Und ich würde mich freuen, wenn dich das inspiriert. Was ich dir auf jeden Fall gerne mitgeben möchte, ist als Aufgabe mal zu schauen, welche dieser sechs menschlichen Bedürfnisse bei dir am stärksten ausgeprägt sind. Also ist es das Sicherheitsbedürfnis, Certainty, ist es eher die Varianz, also suchst du die ganze Zeit eher was Neuem, den nächsten Thrill, der nächste Trigger, irgendwas, was dich reizt und herausfordert? Oder ist es vielleicht die Bedeutsamkeit, also kleidest du dich ganz besonders oder machst du was ganz Besonderes, um hervorzustechen? Und dann das vierte, die Verbindung und die Liebe, ist das vielleicht das, was dich trägt? Oder ist es eins von den beiden spirituellen, also ist es das Wachstum oder ist es die der Beitrag, die Contribution. Ja, das ist die Frage. Also, wenn du Lust hast, definier doch mal deine zwei menschlichen Bedürfnisse, die du momentan hast. Und du kannst auch mal schauen, welche du eher entwickeln möchtest. Also, wenn du sagst, momentan ist es noch Sicherheit und vielleicht die Verbindung und die Liebe und du möchtest es ändern zu Wachstum und Liebe oder Contribution und Liebe oder auch Contribution und Significance oder was auch immer. Also guck doch einfach mal, was für dich das Wichtigste ist. Und die Erfüllung, als kleiner Tipp, ist eher bei dem Growth und Contribution. Und wenn du da das Gefühl hast, du hast dazu noch keine Verbindung, was das für dich sein kann, lohnt es sich auf jeden Fall, da mal genauer hinzuschauen und zu gucken, wo möchtest du dich mehr persönlich herausfordern und wo könntest du einen Beitrag leisten. Und wie könnte das aussehen? Okay, so viel zu mir und dem Mini-Beitrag, was ich bei Tony Robbins gelernt habe. Es gab natürlich viel, viel mehr Inhalte und unglaublich viele Übungen, die ich in diesem viertägigen Seminar mit Tausenden von anderen Menschen erleben durfte. Ja, ich werde bestimmt nochmal was teilen, was ich da mitgenommen habe.
Und bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit.